Das wird schon noch, das wird schon noch. Hier machen wir das dann so. Also auch nochmal so ein kleines Vordach rein. Dann kann... Huch! Hab'sch noch, genau, hab'sch noch. Dann kann hier, Moment... Hier kann so ein Stein hingestellt werden. Oh, das ist jetzt ein halbes hier? Das ist ein halbes, okay. Du kommst weg, du hast ja nichts zu tun. Und du kommst hin. So, da kommt das auch noch weg da drüben. Aber noch so eine Art Unterstand. Ich würde ich überlegen gerade, ob das hier aussieht, wenn ich das hier immer so mache. Das ist alles natürlich jetzt probehalber. Ich habe das jetzt nicht ausgerechnet oder so Zeugs. Das ist alles auf gut Glück. Ich werde es erst besser lassen, wenn wir das mal weitermachen hier unten. Nicht hier unten, sondern da drüben. Dazu muss ich hier unten, was wollte ich mir gerade sagen, erstmal nochmal Treppchen basteln. Gehst mal ganz schön aufs Treppchen, weißt du das? Was tue ich? Ja, du weißt genau, was ich meine. Nein. So. Das soll jetzt aber diesmal reichen. Wenn ich keine großen Spielereien mit dem Holz anstelle. Wie ich es gerade vorhabe. Wieder einmal. Mach doch mal eine Folge, keine Scheiße. Los, geht nicht. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Ich würde jetzt gerade sagen, ich bin scheiße, aber das wäre ja. Das wäre die Wahrheit. Mach dich immer selber dumm. Ja, ich weiß, einer muss das ja tun. Aber es machen doch alle. Lass mich in Ruhe. Ich will mein Exil genießen. Mein Exil. Ich lebe im Exil. Und habe einen Fernseher. Ein Desktop. Und habe dazu den passenden Rechner und kann dazu aufnehmen. Das ist doch mal Exil. Jetzt kein Problem mit X hier. Also von daher. So machen wir das so. So. Wenn wir mit dabei sind, machen wir es gleich so. Warum nicht? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, komm ich also hoch? Ja, kommt er. Kommt das nämlich weg hier, weil das ist die falsche Farbe dann. Da kommt ein anderes farbiges hin. Hier sind wir auch fertig soweit, das müssen wir aber hier noch machen. Und da fehlt noch eine ganze Menge. Das wischen wir hier runter. Au, das hat weh. Ich sollte vielleicht mal was essen. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Um nicht aus den Latschen zu kippen. Okay, das war schon. Ich wollte es gerade. Ach, das ist ja kein Brot mehr, ich esse. Es ist ja kein Brot mehr. Ich esse ja jetzt saftiges Grünzeug. Also. Das Tier hat zumindest schon mal Grünzeug gesehen. Hoffe ich zumindest. Gehe ich davon aus. Wenn es anders ist, möchte ich nichts wissen. Möchte ich es nicht wissen. Lieber im Unwissenden bleiben bei sowas. Lieber im Unwissenden bleiben. Das ist leider wirklich so. Denn wenn man sich mal anschaut... Aua, das tut doch weh. Wenn man sich so anschaut, also ich weiß nicht, ob wer es von euch weiß. Schauen da auch viele Jüngere zu. Der Großteil ist eher jüngere Generation, der dazu guckt bei mir.
Also, man sollte sich... Ich bin über... Also, ich muss sagen, ich wäre froh, wenn ich mir das Video zur Hühnchenherstellung nicht angeguckt hätte. Dann könnte ich mich heute noch ohne Bedenken Hühnchen essen. Kann ich leider nicht mehr. Also, bei einigen Dingen sollte man lieber im Unwissenden bleiben, wie das hergestellt wird. Das ist... Leider wird es nicht immer schön. Nicht, dass jetzt irgendwelche Leute denken, behaupten würden, ich wäre Vegetarier oder sowas. Nein, bin ich natürlich nicht. Ich esse auch Fleisch. Aber man sollte trotzdem wissen, wo sein Essen herkommt. Und sei das aus der Maschine. Die Wege sollte man kennen. Ungefähr. Und das ist... Vor allen Dingen bei den Hühnchen, bei den Hühnchen. Ich kann das meistens. Beispielsweise euch mag. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Also ich meine, es ist ja vollkommen normal, dass Hühnchen wie Baseballbälle durch die Gegend geworfen werden, oder? Macht ihr das nicht zu Hause so? Ich finde, das ist vollkommen normal. So ein Hühnchen einfach so bam durch die Gegend. Das passt schon. Ja. Zum Beispiel. Oder ja, so eine Kuh. So ein Elektrostab im Kopf rein, bumm, dort. Das ist auch ganz lustig. Ja, mach ich auch mal zu Hause. Das ist so meine hobbymäßige Beschäftigung. Kühe. Mit einem Elektrostab grillen. Pschst. Das Schlimme ist, die macht ja nicht mal mehr Mu, obwohl das ist wahrscheinlich sogar gut so, dass sie nicht mehr Mu macht. Wenn die Mu machen würde, würde das heißt nämlich heißen, dass sie gespürt hat, was passiert ist. Boah. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Okay. Jetzt brauche ich richtiges. Richtiges Holz brauche ich jetzt. Das hängt hier noch an der Wand dran, das muss ich auch noch klippen. Dann mache ich daraus nämlich auch Treppen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, aber ich hoffe mal, dass es halbwegs gut aussieht. Dann klopp ich, ja genau, da wollte ich es dran kloppen, das war mein Traumziel, ich habe es geschafft, juhu, ich bin ein Held. Oh. Ich baue mich hier mal mit den anderen Treppen hoch. Soll ich aber möglichst nicht mehr runterfallen hier. Jetzt muss ich mich alles wieder abbauen und wieder hinbauen und wieder abbauen und wieder hinbauen und wieder abbauen und wieder hinbauen. Und wieder holz dich! Tue ich gar nicht, tue ich gar nicht, tue ich gar nicht, tue ich gar nicht, tue ich gar nicht. Ich wiederhole mich doch nicht. Ich doch nicht. Der Große! Ich sehe mir das zum Beispiel Holz. Daran habe ich nicht gedacht. Hier kommt, Mensch, das richtige Holz. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Ich hoffe, ich habe hier noch was da. Ja, klar, habe ich noch. Das stimmt, ich habe ja gerade eben Tonnen abgeklöppelt. Ja, das vielleicht nicht gleich. Aber das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und das kann man so machen und dann. Was mache ich denn? Hier ist doch Holz. Ich habe doch hier Holz. Manchmal bin ich echt total durch. Manchmal? Nee, wow, wow. Das war knapp. Oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott, ich muss kurz was trinken. Währenddessen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, führt mal für mich weiter. Warte, 3, 2, 1, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, los! Also wer jetzt wirklich von euch oh mein Gott weitergemacht hat, der hat echt einen an der Klatsche, das müsst ihr euch schon zugestehen. Ich will nicht, verpiss dich! Kann ich jetzt schlafen oder ist das Skelett noch da? Ja,
Ich kann schlafen, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo kenne ich denn diese Musik her? Irgendwie sagt mir das was. Ja, ja, mach dich nur wichtig, ist schon klar, mach dich nur wichtig. Scheiß Angeber. Ich kann brüllen, ja, und was kannst du? Ja, ne, meine Fresse, wo der voll der Hardcore-Gangster bin ich. Mir hat sich noch kein Enderman lebend angelegt, ja. Also, das ist ja nicht irgendwie rausgekommen. Ich bin voll der Hardcore-Suchti, Bro. Ich hab Minecraft an. In 5 Minuten durchgespielt. So heftig bin ich, Digga. Oh, wirklich? Ja, ich bin rein und da kam der eine Drache und habe ich gleich. Ich hab mal angeguckt, dass er gestorben. Ich hab Minecraft dann nie. Doch einmal habe ich durchgespielt. Stimmt, einmal habe ich Minecraft durchgespielt. Aber das ist jetzt nicht wirklich. Du hast halt ewig lange Credits bei Minecraft. Das kann musst du wirklich, also. Die Credits bei Minecraft sind heftig. So. Ich glaube, die gehen. Wie lange gingen die? Ich glaube, du konntest doch abbrechen, aber ich habe es ja nicht abgebrochen. Das war echt. Boah. Nee, das mache ich mal nicht. Das bleibt weg. So. Weg. Komm her. Gib's her. Willkommen, gib her. So. Dann kann ich dann da oben eventuell Schilder dranhängen. Okay, dann machen wir hier einen Moment. Muss ich mich nochmal hochbauen. Um da auch noch anzubringen. So. Hier kann ich drüber laufen, das ist sehr schön. Kann ich nämlich hier drüben dasselbe machen. So, da, hier, reicht das noch? Oh ja, 7 reicht noch. Sehr schön, haben wir das geschafft, da haben wir gemacht. Und hier haben wir gemacht, das sollte eigentlich alles sein, jetzt kann ich den ganzen Mist hier abbauen wieder. Den ich unsinnlicherweise hergebaut habe. So, das kommt auch noch weg. Das hier noch weg. Reiche. Da habe ich gerade nichts Passendes dabei dafür. Aber ansonsten sieht das doch ganz okay aus. Ist halt ein Schenke, ist nichts Besonderes, ne? Und dann werden wir in der nächsten Aufnahme dann, das sind jetzt mit 3 Folgen, die ich aufgenommen habe. Ganz so viel Zeit habe ich gerade eben im Moment nicht. Oh, sieht cool aus da hinten. Ach nee, so. In der nächsten Aufnahme werden wir dann hier weiterbauen oder lassen das auch erstmal. Ich weiß das noch nicht. Ich will ja auch noch was anderes bauen, aber ich weiß nicht, ob ich es folgentechnisch schaffe. Ansonsten gehen wir einfach ein Stück später hier weg. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft mit Neverguest. Wir haben eine Mühle gebaut, wir haben hier so ein Häuschen daneben gebaut, was wir noch in eine Gaststätte umwandeln. Ich werde wahrscheinlich eher die Gaststätte noch bauen. Und dann wird das hier ein richtig schönes Gegendchen. Hier könnte ich eventuell hier drüben noch ein paar Felder hinbauen. Und dann könnten wir eben uns diesen Felsen da hinten, den ich geplant hatte. Wo ist er? Mensch. Sieht man von hier gar nicht. F5, F1. Nur da hinten der Felsen, der da hinten irgendwo. Dann heben wir uns das fürs nächste Mal auf. Wenn wir hier sind, da habe ich nämlich auch was geplant. Also, bis dann, geht bis zum nächsten Mal. Tschüss.